Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Martin. Wir zocken den Football Manager 2021, unsere World League mit dem MSV Duisburg. Das ist Folge 43 heute. Wir spielen am siebten Spieltag der Saison 2021-2022 gegen Oostende, den KV Oostende. Die sind auch ordentlich in die Saison gegangen, sind im Moment auf dem sechsten Platz. Wir haben ja gerade gegen die Kashima Antlers, die letzter sind, allerdings auch letzte Saison überhaupt nur ein Spiel gewonnen haben, als Absteiger aus der Division 7 und jetzt in der aktuellen Saison auch noch gar nichts gewonnen haben. Sieht man vom Ergebnis her eher Handball-like. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, haben trotzdem eigentlich immer ja, dazwischen wieder dumme Tore kassiert, sind jetzt allerdings 7 Spiele ungeschlagen. Die 60er haben 8 Spiele ohne Siege. Quatsch, 8 Spiele ohne Niederlagen. Die Serie ist vorbei, so ist es. Ist schon spät heute. So, die Mannschaft. Wir haben ja jetzt ein paar Tage Pause. Ja, 6 Tage sind es jetzt bis zum Spiel. Das heißt, sollten dann eigentlich alle fit sein. Ich hoffe, es gibt keine neue Verletzung. Oostende also. Hier die Wertung gegen die Antlers. Schon interessant. Wir waren nicht besser als der Gegner. Ja, die haben eigentlich ordentlich gespielt, also das stimmt. Kann man jetzt sagen, was man will. So, was haben wir hier? Spielentwicklung Fernandes ausgeglichen. Braucht mehr Einsatzzeit. Ja, der spielt doch immer komplett. Größere Herausforderung braucht mehr Einsatzzeiten auf höherem Niveau. Ja, aha, wie soll ich das machen? Ja, und Jansen, der hat stark gespielt. Eigentlich ja, war er gar nicht so geplant, dass er großartig spielt, aber er hat es wirklich gemacht. Das Ganze sehr, sehr gut gemacht. Hat ja 3 Tore im letzten Spiel geschossen. So, Oostende. Ich muss jetzt mal schauen. Ich glaube, wir haben gegen die noch nie gespielt. Wo haben wir sie? Da sind wir. Spielte bisher. Ja, genau. Noch nicht. Das Team war letztes Jahr. Ah, als Absteiger aus der Division 7. Waren 17. in der Division 7. Sind abgestiegen. Trainer ist immer noch Alexander Blessin. Hat in der Bundesliga gespielt. Bei Stuttgart in den 90er Jahren. 89, nee, 98, 99, 7 Spiele. Dann ist er in der zweiten Liga bei den Kickers gewesen. Ist dann Antalyaspor ein Spiel. Und dann hat er noch lange in der Regionalliga gekickt. Okay. Interessant. Also ein deutscher Trainer bei Oostende. Die abgestiegen sind aus der Division 7. Aber sich ganz ordentlich halten. Wir wollen natürlich auch unseren ersten Platz nicht hergeben. Ich träume ja ein bisschen davon, dass wir irgendwann als Erster gegen, ich zeig's euch, gegen Sandhausen spielen hier. Im Moment der Zweite, also das zweite deutsche Team. Das wäre natürlich ein Klassiker, aber gegen ja, die nächsten Wochen spielen wir jetzt mal nicht gegen die, also eher am Ende der Hinrunde. Also Zeit, dass die Friseure aufmachen. Die Frise sitzt nicht mehr so ganz. Hat jetzt vorher auch ein bisschen einen Geschiss mit diesem Streamlabs OBS. Ich konnte das jetzt nicht wirklich, ich musste das neu zentrieren. Weil ich beim letzten Mal mit einem anderen Spiel Probleme hatte, das aufzuzeichnen. Jetzt habe ich zum Glück noch bemerkt, dass wir hier nicht die Hälfte abgeschnitten haben an der Seite. Oh Gott. Spät, 12:30, weil ich heute Abend ein bisschen Bubu gemacht habe. Also bin ich relativ fit. Schwabitz. Naja. Also müssen wir halt noch aufzeichnen. Ja, die Eishockey-Serien möchte ich natürlich hervorheben.
auf dem Hauptkanal, also Marti-270472. Da gibt es zwei Eishockey-Serien. Folgt mal Schlüsselspieler, Ergänzungsspieler. Nein, den habe ich ja drin. Cedric Flore. Was ist mit dem? Division 10, okay. Also gibt er einen Vertrag. Ja, 6.000 Euro, mei. Das sind ja Peanuts für uns. Schauen wir trotzdem mal nach, die Finanzen. Gehaltsverpflichtungen. Immer noch ist Montanez da, den wir weg haben wollen. Der wird keinen Vertrag bekommen. Joshua Bitter, der ist auch auf der Transferliste, soll auch weg. Budimbu soll auch weg. Brettschneider weiß ich noch nicht genau. Der spielt in der Division 10 eigentlich recht stark. Wobei er nur dreimal gespielt hat. Warum hat er nur dreimal gespielt? Oh, ja, okay. Am 3.5. und am 10.5. Danach hat er gar nicht mehr gespielt. Achso, das war für uns. Okay. Quatsch, letztes Spiel von MSV Duisburg. Wieso sehe ich da nicht die anderen Spielberichte anfordern? Konas Quay Nomads. Warum spielt er da nicht? Schauen wir da mal an. Atlanta. Wo war der Herr Brettschneider da? Der Bank. Also da hat er nicht gespielt. Schauen wir mal im Pokal. Dirjangen. Da hat er gespielt, allerdings 5,9, also eine grotte Note. Ein Ligaspiel davor. Hat er auch gespielt. Also gut, hat seinen Platz jetzt irgendwie verloren anscheinend. Aber das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Oh, wo waren wir? Bei den Verträgen waren wir. Nico Brettschneider. Also Nico Brettschneider hat noch keinen Vertrag. Tendenz ist abwarten. Dann haben wir hier Cem Sabanci. Dem würde ich jetzt gerne einen Vertrag geben, weil er meine Nase juckt. Berichte. Scout-Berichte. Auf dem Niveau eines Spielers der Division 8, also der wäre ja eigentlich nicht verkehrt, aber der will jetzt zwar, glaube ich, nicht, weil er erst. Nein, doch, er will schon. Okay. 33.000, jawohl. Okay, dann stehen wir jetzt finanziell bei, ja, wir sind drüber, 3,9 zu 3,7. Aber das könnte sich alles noch korrigieren, wenn wir im nächsten Transferfenster vielleicht ein bisschen was loswerden. Speziell Montanes oben, der muss weg. Also Zabanchi hat den Vertrag unterschrieben. Beziehungsweise hat das Angebot angenommen. Björn Frohlich, 17 Jahre. Könnte auch schon bei uns spielen. Stürmer zentral. Spielt noch bei unserer U18. Wie macht er sich da? Also sehe ich ja gleich dort unten. Sehe ich 6 Spiele, 3 Tore. Ja, der kriegt auch einen Vertrag. Was will der haben? 33,5. Okay. Tolles Talent. So, das waren die heutigen Vertragsverhandlungen. Damit sind wir eigentlich relativ gut durch. Noch ein paar Jugendspieler oder beziehungsweise Spieler, die vor dem Durchbruch stehen, hoffe ich zumindest, sind im Moment noch ohne Vertrag für die kommende Saison. Der Rest hat Verträge. Wo werden wir uns verstärken wollen oder versuchen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Im Tor bin ich immer noch unschlüssig. Eigentlich Dana jetzt 6,80, 6,87, also es ist okay, also müssen wir nicht machen. Hat auch 3 Sterne, also Sauer und Zicker jetzt schon wieder gelb gefährdet. 6,93, 6,93, beide vollkommen identisch. Folgt mal 6,87, Gembal ist 6,91, aber die sind jetzt alle von der grünen Wertung runter. Ich lasse sie trotzdem jetzt drin, da ändern wir jetzt nichts. Kamavuka und Jansen, ja sowieso klar, 7,10, 7,48, Jansen ganz stark. Chapman bleibt rechts, hat zwar jetzt nicht so stark gespielt, 6,40, 6,10, also ihm fehlt da die Bindung ein bisschen noch. Aber ich sehe ihn nach wie vor als ersten Ersatz für für Ahmed Engin. Augusto zentral, Stoppelkamp auf der linken Seite und vorne Vincent Vermey, 7 Tore für ihn. Chapman im Moment mit dem schlechtesten Notenschnitt. Auf der Bank Barry, unser Ersatztorwart. Schmidt und Özten, Karweiner, Zepanik, Mikkels und Junhi waren, wen hätten wir dann noch draußen? Mal noch andere. Kutz, was ist denn mit dem? Wieder das Position 10, Division 10. Jesper Skau. Müssen wir eigentlich verleihen. Der wäre eigentlich einer. Jesper Skau, den nehme ich jetzt mal auf die Bank für. Ja, für Junhi Wan, der gefällt mir gar nicht. Was ist mit dem denn los? Der 19-Jährige. Letztes Jahr 16 Spiele, 6-mal von Beginn an 10-mal eingewechselt. Jetzt 2 Einwechslungen, 6,50. Warte dann auf den ersten Scorer-Punkt. Naja. Oh, Stoppelkamp, Achillessehnenverhärtung. Eieieiei. 2 bis 3 Tage und auch Mikkels Lebensmittelvergiftung. Ja, das passt ja wieder. Wie lange haben wir noch? 3 Tage. Ja, gut, bei Stoppelkamp könnte es passen. Mikkels wird dann wohl raus sein. Mal schauen, was uns die Ärzte sagen. Weil die uns auch gesagt haben, dass der Engin spielen kann. Tanis gefällt mir gar nicht. Topverdiener. Dann sowas. Ja, zum Vergleich, ja, unser Pepic, den wir im defensiven Mittelfeld verkaufen mussten, der verdient bei seinem neuen Verein 500.000. Ungefähr waren es knapp 500.000. Also für uns unbezahlbar gewesen. Ich hätte ihn ja wirklich gerne behalten. Aber das konnten wir ihm nicht bieten. Und dann haben wir ihn halt abgegeben, als wir noch Geld dafür bekommen haben. Das ist nämlich der nächste Faktor. Stimmt schon. Man sollte sich immer anschauen, wann wir einen Spieler abgeben. Denn Ablöse wäre schon schön, gerade bei unserer finanziellen Lage. Wir sind ja da, ja, es geht schon. Wir haben eine knappe Million auf dem Konto, aber wir müssen schon aufpassen. Da muss Montanes jetzt dann schon am besten weg in der nächsten Pause, in der nächsten Transferphase. So, wir könnten eigentlich jetzt mal, unsere U18 hat gewonnen, 1:0 gegen Willem Tilburg, damit jetzt Sechster. Wir könnten eigentlich mal schauen, liegen im Fokus, wie es denn in den Top-Ligen ausschaut. Division 1, Bayern München ist Vierter mit 13 Punkten, Manchester City 17 ist vorne, Siegerliste war ja Juventus letztes Jahr, die haben es ja geschafft, sind im Moment Dritter, okay. Also Manchester vor Real, Juve, Bayern, Inter, Olympique Lyon,
Bilbao, Atletico Madrid, Dortmund 14. Also spielt wieder kaum eine Rolle. Auch Liverpool schwach, nur 16. Und Tottenham, ganz unten. Hier mal die Transfers, Trainerwechsel anschauen. Noch keine in der aktuellen Saison. Division 2. Oh, Real Sociedad, Betis Balompi und Bayer Leverkusen wären im Moment auch auf einem Aufstiegsplatz. Hier ist ja der Champion Olympique Lyon, die sind ja aufgestiegen. Ajax dann auf dem 4. Platz. Milan, Tigres, Monaco, Wolfsburg 9., Gladbach 10., Leipzig 11. Sieht auch jetzt nicht so schlecht aus für die deutschen Vereine. Hier auch ein Trainerwechsel gab es. Tigres Unal hat sich von Tuca Ferretti getrennt. Vertrag ausgelaufen. Gut, der ist 67. Division 3, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Division 3, da gibt es ja zwei Gruppen, Gruppe A und B. In der Gruppe A die TSG Hoffenheim. Hier sehe ich jetzt den Champion gar nicht. Ja, okay. Hoffenheim. Zweiter. Und in der Gruppe B haben wir Hertha BSC auf dem zweiten Platz. Schalke. Sechster, Hamburg sogar Fünfter. Okay, das passt. Mainz ist da dabei. Ja, einige Bundesliga-Vereine hier. Division 3, Division 4. Wolverhampton Wanderers. Fenerbahce, Newcastle, Freiburg kämpft mit. Stuttgart in der Gruppe B. Augsburg auch vorne mit dabei. Absteiger ja aus der Division 3 gewesen letzte Saison. Und dann schauen wir uns noch die Division 5 an. Wo haben wir sie? Da oben haben wir sie. Division 5, hier gibt es mehrere Gruppen. Gruppe A, Midtjylland. Utrecht, Hellas Verona. Spielen deutsche Vereine, da habe ich keinen gesehen. Doch, Düsseldorf. Auf Rang 12. In der Gruppe B haben wir Bielefeld auf Rang 4. In der Gruppe C Bochum 18. Okay. Und in der Gruppe D Nürnberg 15. Gut. Also, okay. Nicht so gut, aber trotzdem. Also, Juventus Titelverteidiger. Unser erster Sieger hier im Mondialito Cup. Und wir werden jetzt versuchen, gegen Ostende die Tabellenführung zu behaupten. Blessing spricht über die Strategie. Ich versuche mich mehr auf die Art, wie mein Team spielt, zu konzentrieren, als auf die des Gegners. Wir werden den Fokus auf unser eigenes Spiel legen und hoffentlich können wir unabhängig von Martin, das bin ich, Spielstil ein positives Ergebnis erzielen. So, die Pressekonferenz, da gehen wir hin. Ja, was ist los? Ostende ist seit 5 Ligaspielen ungeschlagen, was dem Team in Division 8 den 9. Platz eingebracht hat. Betrachtet man deren Form, so könnte dies eine schwere Angelegenheit für ihr Team werden. Was erwarten Sie von dem Spiel? Hey, wir müssen hellwach sein. Ostende geht mit einem überzeugenden 4:0 gegen Vålerenga Oslo im Rücken in das Spiel. Wie beeinflusst das Ihre Vorbereitung? Ich schenke anderen Spielen momentan keine Aufmerksamkeit. Was können Sie uns über die Gerüchte sagen, dass Sie mit Sheffield Uniteds Marcus De Wurst in Verbindung stehen? Ich werde mich nicht darüber äußern, stimmt aber auch nicht, wir haben da überhaupt keine Verbindung. Wie wichtig war der starke Zusammenhalt der Mannschaft, um in Fahrt zu kommen? Zufriedene Mannschaften holen Siege und siegreiche Mannschaften sind zufrieden. Oh, sauer. 5 Euro fürs Phrasenschwein. So, dann. Viele sehen Ostende als Abstiegskandidaten. Sehen Sie eine Chance, dass Sie die Klasse halten? Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, über andere Teams zu sprechen. Pressekonferenz war vollkommen in Ordnung. So.
Rede, nicht über Transfergerüchte. So, was ist jetzt mit meinen Verletzten oder beziehungsweise mit den Lebensmittelvergifteten Mickels? Was Mikkel stand bei seiner Leihe? Wieso ist der geliehen? Das ist eine geliehen. Vertragsinfo. Vollzeitvertrag. Also, was soll der sparen? Okay, also. Stoppelkamp würde ich jetzt drin lassen. Was haben wir hier noch? Ratschläge? Ich will. Kurs-Richtung innen ausgewogen. 3 bis 4 verteidigen. Verteidigen, gehen wir das und folgt mal sowieso. Verteidigen. Verteidigen, okay, das passt. Alle erledigt, gut. Trainingsplan, ja, es ist mir wurscht. Ich möchte jetzt wissen, ob der Stoppelkampf spielen kann. Jetzt speichert das Ding wieder. Savanci hat seinen Vertrag unterzeichnet. Okay. Also Stoppelkamp kein Fitnesstest und Mickels hat seinen Fitnesstest bestanden. Also beide sind dann im Kader. Stoppelkamp beginnt. Mickels sitzt auf der Bank. Wobei wir bei Stoppelkamp vielleicht ihn doch rausnehmen. Ja, merkst du das schon? Das ist unser Opi. Und ohne Opium fliegt Opi um. So, auf geht's. Gegner haben wir uns jetzt mal um. Vorsicht, den 3-Kämpfer, das haben wir schon. Änderungen, das machen wir nicht. Also, wie viele Zuschauer haben wir? 15.590. Okay, also wenigstens halb ausverkauft. Auf geht's. Holen wir die nächsten Punkte. Ich kenne gar keinen bei denen. Nee. Geht da raus und macht weiter wie im letzten Spiel. Das klingt gut. Kann Wilson Kamavuka seine gute Form für dieses Spiel konservieren? Es gibt mir auf jeden Fall Grund, dass er so weit machen kann. Verbessert es ihre Chancen, dass Ari Freyr Skulason heute nicht dabei ist? Konzentriere mich auf mein Team. So, also. Ja, Engin hätte ich gern drin, aber was nicht geht, geht nicht. Ja, die haben auch so schlecht, spielen die nicht. Und die Tabelle sehen wir jetzt hier wieder nicht. Beim letzten Mal haben wir sie gesehen, jetzt will er hier nicht. Also, der Ball rollt. Van den Drige sieht gleich mal gelb in der 5. Minute. Ansonsten nichts passiert in den ersten 15 Minuten. Wir haben wieder deutlich mehr Ballbesitz. 69 zu 31 waren wir gerade. Zweite Gelbe jetzt für Arpino. Bei uns alle noch mit weißer Weste. Chapman wieder 6-5, der fällt wieder ab. Zur Halbzeit nichts passiert. Eine ordentliche Leistung. Konditionell sind alle noch fit. So, jetzt scheint sie was zu tun. Zweite Hälfte beginnt.
Unser Gegner im Angriff. Ostende. Aber sauer, pass auf. Aber bald wieder beim Gegner. Giovanni hält nicht richtig drauf. Oh, Pfostenschuss. Ne, Latte war es. Ey, was für eine Granate war das denn? Aber sind noch im Angriff. Na, jetzt bringen wir den Ball raus. Uiuiui. Konzentration, Freunde der Berge. Oh, jetzt wird Hesicka überspielt. Ne, sauer war es. Drittes Tor von Welten. Damit sind wir im Rückstand. Nochmal der weite Ball. Sauer grätscht hier rein, aber grätscht den Ball unglücklich genau Welten vor die Beine. Das sah jetzt Dana jetzt auch nicht unbedingt super gut aus. Chapman 6-5 noch. Ist der Vermey schon wieder bockig? Was können wir denn hier bringen? Chapanik. Chapanik bringen wir jetzt mal. Quatsch. Nein. Ich hätte hier wechseln. So. Chapanik kommt also rein für Chapman. Costanza. Noch. Das 2:0. Das Sakala. Das zu Hause. Sauer gefällt mir überhaupt nicht, den nehme ich jetzt raus. Bringe ich jetzt den Schmidt. Sauer beim zweiten Tor jetzt auch dabei wieder gewesen, hat er wieder den Zweikampf verloren. Rufen wir erstmal was rein. Mehr fordern klingt immer gut. Dana Gimbalis. Aber da ist halt keiner. Mei! Doch. MSV total von der Rolle, ja, das würde ich auch sagen. Schauen wir nochmal, wie ist das entstanden? Volkmar steht viel zu weit weg, Gembal ist genauso. Orientieren sich beide zu diesem Fashion Junior. Da macht er das 3-0, aber das war. Abseits, oder? Nein. Gleiche Höhe. Boah, da könnte ich kotzen. Naja. Das war's dann wohl mit der Tabellenführung. Sehr ärgerlich. Und dann noch ein Eckball. Aber Volkmar ist da. Cepanek holt sich den Ball. Nein, holt ihn sich nicht. Boah. 0:4. Dritter Treffer von Welton. Cepanek hier geht schon blöd hin in den Zweikampf. Wir stehen viel zu weit vorne. Wir spekulieren drauf. Wir stehen zu weit vorne. Gut, hätte ich vielleicht vorher auch reagieren müssen. Wiederholung aber. Wieder. Genau gleiche Höhe.
0 zu 4 zu Hause. Es ist geschmeidig. Was war's da noch? Oh oh. Ihre Mannschaft erlitt eine schmachvolle Klatsche gegen Ostende. Was denken Sie über das Ergebnis? Es war eine schwache Leistung und ein beschämendes Resultat. Wir werden an unseren Fehlern arbeiten. Zurück auf den Trainingsplatz und Trainingsplan neu überdenken. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt. Tabellenmäßig sind wir jetzt auf Rang 3 abgerutscht. Sandhausen ist Erster. 0 zu 4 zu Hause, das darf nicht passieren. Unsere Serie ungeschlagener Spiele endet. Naja. Okay, gut, das war kein erfolgreicher Teil. Der 43. Aber der nächste kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus und bye bye.